Und da bin ich auch direkt schon wieder. Weiter geht's hier in der dritten Mission mit dieser wunderschönen gestalteten Stadt, die wir von Finn Hallqvist geerbt haben. Mal schauen. Wir haben immer noch Probleme mit verschiedenen Rohstoffen. Deswegen müsste ich eigentlich mal. Ach, wir können ja, wir dürfen ja sogar. Okay. Wir dürften sogar Schiffe bauen. Das heißt, ich werde jetzt irgendwas auf eine andere Insel auslagern müssen. Mal gucken, die hier oder die hier. Ich nehme die hier, die ist auch näher. Und die hat auch die Tabak. Den brauchen wir ja auch noch. Also wir müssen sowieso noch diese Insel, eine andere Insel dann benutzen. Na gut, so. Meine theoretisch, ich weiß, das ist ineffektiv wie sonst was. Die ist ja gut und schön, aber muss sie gerade hier stehen? Ist doch kein Wunder, dass die Leute unzufrieden sind, wenn sie direkt neben der Erzschmelze wohnen müssen. Aber das Problem ist, ich darf ja keine Wohnhäuser abreißen, ne? Ach Mensch, das ist eine schwierige Mission, du. So. Gut, und dann bauen wir jetzt als erstes mal hier Nummer. Ach komm, hier direkt dahin. Nummer 1. Nummer 2. Gut, denen geht's auch gut. Und noch ein bisschen Straße ist Dein immer gut. Warenvorrat geht zur Neige. Nahrung geht zur Neige. Herr Hallqvist war gar nicht er selbst, als er mit diesem Artefakt von seiner Expedition zurückkam. Okay. Gut. Von mir aus können wir das auch erstmal wieder zulassen hier. Wir haben immer noch die Mission, dass wir diese 1000 Leute dort, diese 1000 der zweiten Stufe bekommen müssen. Gut, dann kann ich ja hier am besten Stoffe machen. So, dann bauen wir die Straße einfach mal weiter. Und fangen dann an, hier Stoffe anzubauen. Zack. So. Ja, mittelfristig braucht man dann natürlich auch noch ein Schiff, was da dann die. Gut, wobei zur Not können wir da wirklich erstmal unseres nehmen, das da ein bisschen hin und her pendelt. So, dann baue ich jetzt mal hier hinten noch eine. Das war ja, glaube ich, mit zwei Vereine ganz gut. Ich weiß gar nicht, für irgendeinen Teil habe ich auch irgendwo noch ein Lösungsbuch liegen. Aber ich weiß gerade beim besten Willen nicht, für welchen Teil und wo. Wobei, wo, wenn ich mich mal so umgucke. Nee, ich habe keine Ahnung. Irgendwo. Im Nirgendwo. Und wir haben kein Werkzeug mehr. Verdammt. Können wir nicht hier hinten einfach noch eine Eisenschmelze bauen? Das darf ich wirklich nicht hier, ne? Nein, nein, nein. Davon werdet ihr schön eure Finger lassen. Ach, Manno, ich würde ja den auch umsiedeln. Kann ich dem nicht irgendwie Geld bezahlen, um den umzusiedeln? Na gut, sonst bauen wir erstmal hier hinten noch eine. Immerhin schon mal besser als nix. Wo können wir das am besten hinbauen? Dahin. So. Bauen wir auch gleich noch eine zweite und dann reißen wir die hier vorne ab.
Brauerei haben wir, aber sie liegt mitten in der Stadt und besitzt keine Hopfenfelder. Das können wir auch abreißen. Dank eurer Hilfe geht es den Leuten in der Stadt nun wesentlich besser als vorher. Das ist doch schon mal schön. Gut, dann können wir ja auch gleich eine Werkzeugschmiede daneben setzen, dahin. Und hier hinten die Werkzeugschmiede abreißen. Ja, 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 Junge, ich arbeite dran. Menschenskinder hier. Es ist so verplant, die Stadt. Werden die Volksvertreter euer Ansinnen besprechen. Ja, 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 immer mit der Ruhe. Gut, dann werden wir das erstmal. Ach nee, Werkzeug haben wir ja noch genug. Ein Warenvorrat geht zur. Herr Hallqvist hat vor seinem Aufbruch seine ganze Bibliothek auf den Kopf gestellt. Offenbar hat er nach Informationen zu diesem Artefakt gesucht. Okay. Wird ausgeführt. So. Dann können wir jetzt wieder. Das gefällt mir gerade nicht so wirklich. Na dann. So, eine reicht auch erstmal. So. Dann müssten wir jetzt irgendwie eine Route festlegen. Ich habe das noch nie gemacht in diesem Spiel. Oder zumindest lange nicht. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Von da, genau. Hier soll. Wie kann ich das jetzt? Einkauf, das da. Nee, halt. Okay. Von da. Einladen, das da, nach da. Ausladen, okay. Ja. Gut, können wir denen hier noch irgendwie helfen? Carrier, wir haben all unser Hab und Gut verloren. Das sieht ja prinzipiell schon mal gar nicht so gut aus, ne? So, dann sollte jetzt hier erstmal wieder sich das Stofflager ein wenig entspannen. Dann können wir hier mal ein bisschen mehr mit Essen gucken. Dass das gut aussieht. Die sind hier irgendwie alle nicht so ausgelastet, wie es sein könnte. Und eine da. Gut, dann bauen wir da nämlich noch mit Rinderfarmen hin. Eins und zwei. So. Dann sollte die Produktion etwas steigen und wir sollten auch mit Lebensmitteln wieder einigermaßen gut sein. Gut, dann kümmern wir uns mal um Alkohol. Und um Tabak. Ach ja. Was machen wir als erstes? Das hier machen wir als erstes. Ja, so. Irgendwie eine Straße bräuchte man mal auch. So, und dann kommt da die Brauerei rein. Gut. Und hier noch mehr davon. So.
sammelt natürlich immer noch mehr. Eins, zwei, drei braucht man da. Damit da noch eine Brauerei hinpasst. So. Und dann kommt hier noch eine. So. Also ich würde das jetzt auch ein bisschen anders machen, wenn das jetzt hier eine endlose Map wäre. Aber dadurch, dass wir diese Stadt ja eh nicht ewig spielen werden. So, da kommt jetzt noch eine zweite hin. Und dann... Ja. Dann müssen wir hier die Route mal bearbeiten und auch noch Alkohol einladen. Gut. So, wir gucken mal, irgendwie kann man ja hier auch mit der Schule forschen, ne? Ja, okay, eine Feuerwache. Taschendieb. Okay, ich weiß gar nicht, was das hier alles war, Schönes. Was macht man da jetzt? So, forschen wir hier mal, okay. Kapitän auf der Brücke. Gut, so wirklich viel ist es zwar jetzt nicht, was die hier transportiert. Ich hoffe, das mit der Nahrung ist hält sich einigermaßen. Mensch, ich rede gerade so. Je schneller ihr den Senat errichtet, desto eher könnt ihr. Ja, Mann, oh Mann, ey. Gut, dann mehr Nahrung vielleicht noch. Wie sieht es jetzt aus mit Wolle? Sieht ganz gut aus. Eine neue Logenaktivität wurde erforscht. Sehr gut. Dann reißen wir das hier auch noch ab und bauen das noch mit um. Zur Not baue ich dann auf der anderen Insel noch mehr. Zack und zack und zack. Gut. Das sollte jetzt aber wirklich für Essen, hoffe ich mal, dann irgendwann mal genügen. Und jetzt brauchen wir noch mehr Werkzeug. Halt, hier geblieben. Und du sollst einladen Werkzeug, alles was wir haben, okay. Gut. Wie sich die Farbe ändert, ist ja auch interessant, ne? Also ich muss schon sagen, also im Vergleich zu den beiden alten Spielen ist es doch schon sehr schön. Gefällt mir doch mehr als die alten, muss ich sagen. Auch wenn ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich das hier Kampagne spiele und die anderen endlos spiele. Irgendwie kann ich mit dem nicht so viel anfangen wie mit den anderen dreien, so vom Spielprinzip her. Also mit Anno 1503 habe ich sowieso im Moment so ein Hühnchen zu rupfen. Das muss ich irgendwie nochmal irgendwie anders installieren. Das geht so gerade nicht. Da bin ich jetzt schon glaube ich, zwei Folgen mehr aufgenommen oder so als jetzt hier für diesen Teil. Aber ihr werdet das dann noch merken. Also irgendwie stürzt das mir in der Aufnahme ein paar Mal ab. Das ist nicht so schön. Weil ich dann immer die Teile doppelt spielen darf. Yay. Gut, so Tabak wollte ich, genau. I remember. Weil da können wir eigentlich das Lagerhaus noch mitnehmen. Fangen wir mal an.
Eins. Zwei. Aber ne, das mit der Bevölkerung, das war früher im Mittelalter nicht anders. Die wollten auch alle hier Tabak und Alkohol haben, ne? Also so ist nicht. Gut, dann brauchen wir noch. So, das wird jetzt noch nicht reichen, ich weiß. Route bearbeiten, einladen, hoch einladen, das da und ausladen, okay. Del Toros Schiffe bedrohen unsere Insel. Unsere kleine Flotte ist unser einziger Schutz. Aber es sieht ein bisschen besser aus mit der Nahrung mittlerweile. Irgendwie Alkohol ist noch ein bisschen knapp. Aber ansonsten macht das Ganze doch Fortschritte. Gut, wir können hier mal die Steuern leichter erhöhen. Und hier auch. Immer noch negativ. Oh, und wir müssen jetzt echt mal Sparpolitik machen hier. Ach du grüne Neune. Die Waffenschmiede ist ja gut und schön, aber muss sie gerade hier stehen? Gut, dann hiervon mal eine stilllegen. Die vielen Wachtürme, die Herr Hallqvist zu unserem Schutz errichten ließ, leeren den Stadtsäckel. Ja, das dachte ich mir auch gerade so. Deswegen werde ich davon mal ein paar abreißen. Nicht alle, aber viele. So, das reicht erstmal. Aber jetzt immer wieder positiv. Das ist doch schön. Das hätte ich eher machen sollen. Verdammt. Das kann sofort losgehen. Der transportiert gerade gar nichts, oder wie? Okay. Auf jeden Fall reicht das noch nicht aus mit Tabak, was ich auch nicht erwartet habe. Das heißt, mehr Tabak anbauen. Voll die Kettenraucher hier. Und wir brauchen Steine. Okay. Steinchen. Oh, Steine haben wir genug. Ja, wenn wir ein was haben, dann sind das Steine. So. Ich lade schon mal für dich aus. Weiß nicht, wie viel wir drüben nehmen können. Ja, 50 hätten wir können, egal. So, und Nein. Jetzt, So, und weiter geht's, mein Freund. Gut, dann mehr Tabak. Dann baue ich da dann auch gleich mal noch ein neues Markthaus hin. So, das passt ja ganz gut. Und so. Ah Mann, ich vergesse immer die Shift-Taste gedrückt zu halten, damit ich noch weiter Straßen bauen kann. Das ist echt dezent nervig bei diesem Teil hier. Allerdings, naja, das sind so Kleinigkeiten, die dann so bei jedem Teil was anderes nervig sind. Hä, lädt der die 2.5.2 jetzt nicht aus, oder wie? Doch. Gut, dann möchte ich da Werkzeuge. Ja, ich muss ja für den Senat erstmal eine Stufe aufsteigen und was mit der schwierigen Infrastruktur gerade nicht so einfach war. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Stoffe werden wieder knapp. Hier. Ach ja, da habe ich ja drüben auch wieder relativ viel abgerissen.
Dann baue ich nochmal eine Fuhre Stoffe. So, jetzt aber Shift-Taste gedrückt halten und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.